Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaft. Mein Gott, Mike, quaff weiterhin hier mit Jan. Alter. Boah, wolltest du nicht das nächste Mal Ansagen machen immer? Ganz klar. Hey, willkommen hier zurück zu Minecraft Let's Play. So, Leute. Wir wollen Fred Ripper und Glabur. Und Glabur. So, wir wollten mit euch mal über Spiele mal wieder reden. Heute reden wir mal über ein Spiel, oder? Reden wir heute mal über ein Spiel? Heute reden wir mal über einen Film. Ja, was hältst du denn von? Im neuen Star Wars Film haben wir uns drüber unterhalten. Ja, nee, haben wir nicht, ne? Oder? Ein bisschen, aber ohne Spoiler. Stimmt, und deswegen reden wir da auch nicht mehr drüber. Ja, PUBG, Jan! Yay! Komm, 3 Millionen Spieler haben sie geknackt, ohne Testserver, ohne Testserver. Update 1.0. Was sagst du zum Update? Erzähl mal wirklich so, was du sagst und was du wirklich. Wir spielen es nicht so viel, das müssen wir auch mal sagen, wir spielen es, aber wir spielen jetzt nicht 24-7, so wie andere. Aber red mal so wirklich vom Herzen, was sagst du zu dem Spiel, wie es jetzt ist? Also ich habe nach dem Update, oder mit dem Update, jetzt eine Runde gespielt, irgendwie unter der Top 10 gekommen, aber habe noch keinen gekillt. Ich hatte eine Chance dazu einzukillen, habe ich aber nicht geschafft, weil ich zu dämlich war. Also ja, ja, die Map ist auf jeden Fall cool. Dass sie größer sein soll, kommt mir zwar nicht so vor, aber. Kommt mir auch nicht so vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sonst so. Keine Ahnung, die neuen Waffen. Ich habe zwar jetzt extrem viele neue Waffen da gefunden und so. Ist auch ein paar neue hinzugefügt, aber. Was sagst du zu der Performance? Gegenüber, wir nehmen jetzt wirklich mal Start PUBG. Und jetzt. Natürlich besser, aber. Ich bin natürlich noch ein. Tückchen besser sein für ein. Ja. Findest du, dass das wirklich noch besser gehen kann? Also für dem Spiel finde ich das, sag ich sogar noch zu wenig. Als es eigentlich auch in Richtung FPS-Game geht. Ja, es und ist. Und nicht ein alles nur schön und 60 FPS Lock und man braucht man nicht. Stimmt, in dem Sinne hast du vollkommen recht, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man das sieht, wo sie waren. Und wo sie ja, heute sind. Ging so, ja klar, aber. Dann muss man einfach mal den Prinzip von anderen Herstellern nehmen oder von anderen Entwicklern, die ein Early Access Spiel rausgebracht haben. Ist, glaube ich, PUBG bis jetzt der einzigste, der wirklich mal Frames im Positiven rausgebracht hat. Ja, ne, Entwickler. Ne, Arc, also ja. Der ist nur ein geldgeiles Stück Scheiße. Aber gut, trotzdem ein schönes Spiel. Ja, das stimmt auch. Ja, also ich muss sagen, ich habe gespielt und ich finde es sehr beeindruckend. Also erstens finde ich das Oberlay geil, wenn du dich einloggst. Ja, das stimmt, ja. Finde ich mega geil. Ich habe keinen SLI-Bug mehr da drin, den ich vorher hatte. Ja. Das Einzige, also eigentlich ist alles positiv, was ich bis jetzt finde mit dem Update. Das Einzige Negative, was ich finde, sind einfach den ihres Server. Gut. War, ja. Ja, dass sie da nicht so wirklich hinterherkommen, wenn jeden Tag da hunderte von Spielern neu kommen. Kann man nachvollziehen, aber. Kann man nachvollziehen. Server kann ja. Man eigentlich bei jedem sagen oder bemängeln. Ja, genau. Also Server können wir eigentlich bei jedem bemängeln. Bei Blizzard. Richtig. Wir kriegen zurzeit, kriegt das irgendwie keiner hin. Blizzard doch, ist der einzige. Was? Ubisoft schon mal gar nicht. Ubisoft schon mal gar nicht, das stimmt. Ubisoft ist ein Mega-Problem, aber PUBG ist in dem Sinne ja auch ein Problem, seit wo es draußen ist. Liegt einfach daran, Leute, und das muss man klipp und klar sagen, weil jeder irgendwie nur noch Massen nimmt und statt Klasse. Also das muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Und es ist nicht schön. Also ich finde es absolut nicht schön. Ja. Aber es ist so wie COD, wir sind eigentlich voll die COD-Junkies, das muss man ganz ehrlich sagen, das neue CD hat uns alle so ein bisschen geflasht. Ich weiß, es gibt keine Videos, weil... Jawohl. Weil eigentlich genug Leute COD hochladen. Ich weiß, es gibt nicht viele, die es auf dem PC spielen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich COD... nicht finde, dass man es unbedingt heute noch aufnehmen muss. Ja. Hat sich nichts geändert. Der Kriegsmodus ist ganz geil und so, aber es ist nicht mein Fall. Ich bin lieber immer noch der Herrschaftsspieler oder frei für alle oder Team Deathmatch und so. Dieses Kriegsmodus ist ganz cool, aber sonst, naja.
Ja, und auch da sind ja diese Serverprobleme, weil es dann ja wieder mit den NAT-Typen da offen sein muss und dies und jenes. Also ja, jeder hat irgendwo diese Probleme. Und ja, geht einfach mal zu gescheiten Anbietern und zahlt einfach mal 10 Euro mehr für die Preisentwicklung, die die Spiele zurzeit durchmachen, muss ich ganz ehrlich sagen, könnt ihr ja wohl auch mal ein besseres Server kaufen. Also, so. Ja, also früher haben wir für ein Spiel 10 Euro bezahlt, heute zahlen wir im Schnitt immer um die 30 Euro für ein Spiel. Und ihr seid nicht mal in der Lage, vernünftige Server zu besorgen. Also PUBG hat eigentlich die einzigste Ausrede, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, weil er Zu erstens extremer Spielerzusatz. richtig zu große Spielerzusatz, aber das ist so einer wie Rainbow Six Siege in ihrem oder Ja, Uplay generell allgemein. Uplay. Es nicht hinbekommt, als großer Publisher finde ich schon ziemlich arg traurig. EA genau das gleiche, Jan. Und woran liegt es? Warum gibt ihr uns nicht einfach wieder die Game Server wie früher für Battlefield? Warum nicht? Gebt eure Nein. Scheißspieldaten frei. Lasst Ihr uns die müsst selber alles machen. selber machen. Euer Penis ist so klein. Das ist nämlich euer Problem. Euer Penis ist zu klein und deswegen gibt ihr uns das nicht mehr. Ich verstehe es nicht. Battlefield hat bei mir so wenig Spielzeit wie in den letzten Jahrzehnten nicht mehr, weil ich einfach nicht meinen eigenen Server herstellen darf. Generell Wieso? alle Spiele so. Zum Beispiel nimm beim Battlefield 4, das habe ich ja sogar wieder geguckt, nicht an Release, aber ich war gar nicht hier bei euch. Richtig. Ich habe das, glaube ich, um die 450 Stunden gespielt, glaube ich. Oder weniger, 340, keine Ahnung. Ja. Also zum Beispiel jetzt Battlefield 1, keine Ahnung, alle neun Spiele, die bleiben irgendwie alle unter 100 Stunden und das war's dann. Richtig. Also ich muss. Beispiel auch mit Need for Speed, was rauskam, habe ich zwar mega auch durchgesucht, hat auch mega Spaß gemacht. War auch wieder nach 60 Stunden Schluss, weil du nichts mehr zu tun hast. Genau. Und im Battlefield sehe ich einfach diesen springenden Punkt. Man muss wirklich sehen, Alter, Battlefield 3 habe ich so gesuchtelt mit allen Leuten. Aber es lag auch einfach daran, wir konnten uns den Server so herstellen, wie wir Bock hatten. Erstmal, die Snipers müssen aus, weil die versauen einen im Battlefield das Spiel. Punkt. Weil wenn ich auf diese Wüstenmap gehe, zum Beispiel im Battlefield 1, und die liegen alle oben auf dem Berg und snipen dich alle nur tot. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Habe ich schon keinen Bock mehr. Punkt. Ja, weil das ist kein Shooter-Erlebnis, sondern ich werde einfach nur von weiter Entfernung Von weggesniped. irgendwo im Arsch der Welt weggesniped oder was da? Richtig. Und dann bringt mir das ganze Spiel in dem Sinne nichts. Jetzt sagt jeder, ja, in COD hast du auch genau das Gleiche. Wenn ich mich genug bewege in COD, kann mich ein Sniper nicht kriegen. Punkt. Ganz einfach. Da bin ich der eigene Mann, der das entscheiden kann. Im Battlefield geht das einfach nicht, weil die Wiese einfach viel zu groß ist und 64 Leute immer um dich herum hantieren. Ja, also das ist bei mir so ein Hauptproblem, was ich einfach habe. Ich möchte gerne wieder meine eigenen Server herstellen und dann würde ich auch viel mehr Battlefield oder andere Spiele wieder spielen. Ganz einfach. Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass die Spieleentwickler und dann sagen sie, ja, die Server sind alle völlig überlastet. Ja, gibt uns doch Wer gibt einfach. uns? Wir Also. bezahlen dafür und spielen euer Kackspiel und haben Server Richtig. dafür. Ein Server weniger, dass sie Genau. betreiben müssen. Bezahlen. Ein Server weniger. Und Kosten, die ja nicht auf die zukommen. Eben. Nein, Müssen ja jetzt. nicht, die machen ja einfach nur. Richtig. Und ich gehe nicht bei, Leute. Ich weiß, man kann sich einen Battlefield-Server mieten. Aber ich kriege irgendeine Rotzscheiße. Ja. So, ich kann nicht hingehen und mir bei einem guten Anbieter, wir wollen jetzt hier keinen pushen oder geschweige irgendwas anderes, mir einen Server mieten nach meiner Wahl, so wie ich ihn haben möchte und darauf spielen. Nein, ich kriege dann irgendeinen verhurten Server von EA zugewiesen. Und ob der im Afghanistan steht oder irgendwo anders, das weiß ich nicht. Nichts gegen dieses Land. Es geht darum, ich wohne in Deutschland und der Server muss in Deutschland sein. So. Aber sie können dir alles vorgaukeln, Leute. So. Das verstehen die Leute nicht. Das ist dieses Konsolenprinzip. Aber ich bin kein Consolero, sondern ich bin ein PC-Spieler. Und ich entscheide, wo ich mir den Server hole. Und nicht, ich lasse mir das entscheiden von einem Server, von EA in dem Sinne. Und daher ist das ein absolutes No-Go in meinen Augen. Das ist genauso wie Rainbow Six Siege, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt sagt jeder, nein, das funktioniert nicht. Ich finde, Rainbow Six Siege sollte auch Public Server bekommen. Da kannst du ja auch mal
Einfach auf den Server draufbleiben, spielst und spielst. Du kriegst halt immer neue Leute, wenn wir ein paar runtergehen. Richtig. Gehen tut er schon. Es Ja. würde locker gehen. Alleine hat es was damit zu tun, Jan. Ich sage jetzt einmal, wir könnten Privatturniere starten. Ja, was weiß ich, wir sind jetzt dieses Fünfer-Team und wir suchen uns irgendeinen Gegner, der auch Fünfer ist und dann könnten wir gegeneinander spielen auf unseren eigenen Servern. Verstehst du, was ich meine? So kannst du üben und du kannst viel mehr machen, finde ich. Viel mehr. Na gut, kannst du es auch mit Custom Game mal machen. Also es geht schon, dass du da gegen andere Teams üben kannst, weil Richtig. nicht auf deinen eigenen Server. Genau. Das hat ja nichts Negatives mit diesem Spiel zu tun. Gar nichts. Es geht einfach um die Allgemeinheit. Früher war es einfacher. Es war früher einfacher, mit den Leuten zusammenzuspielen. Ne? Schade eigentlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es schade, dass das immer wieder so gemacht wird. Und es wird ja nicht weniger, es wird ja immer schlimmer. Ja. Also sie gehen ja wirklich bei und neben Wiege, uns. wo bist du? Ich laufe gerade zum Bett. Sie nehmen uns ja immer mehr Freiheiten im Gaming. Ne? Das muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Also jetzt fangen sie ja sogar schon an, dass sie uns da die ganzen Server nehmen und dies und jenes. Aber es ist ja komisch, dass alle Spiele, die gemoddet werden können, weil wenn das hier, Minecraft, nicht gemoddet werden könnte, Wird keiner spielen. wird es kaum noch jemand spielen, Leute. Kaum. Also es wäre immer noch eins mit der beliebtesten Spiele somit, mit Sicherheit. Das will ich überhaupt Ich gar sag mal nicht so, wenn es überhaupt bestreiten. keine Mods, keine Plugins, keine Texturenpakete, ich glaube, dann will das niemand spielen. Gar keinen. Außer wenn wir hier wirklich Kinder von 5 bis 6, die irgendwie bauen wollen. Ich denke, es wird schon Leute spielen, aber nicht so Ja, in zum Beispiel diesen bei Massen. irgendwelchen Servern mit diesen Custom-Spielen, irgendwie Hunger Games oder so ein Dreck, wird es ja alles noch nicht geben. Stimmt, das wird es alles nicht geben. Und Gar warum ist das nicht. Spiel Kannst nichts machen. deswegen ist ja auch das Spiel so erfolgreich? Wegen Mods. Ja, Aber mach Shade warum? aus, mach dein Texturenpack raus. Würdest du dann noch spielen? Alter, halt die Fresse, nein. Also, es hat schon ein bisschen was mit Flair zu tun im Minecraft. Also, ich hab das zumindest, dass ich hier drinne einfach die Umwelt oder diese Welt einfach genieße. Diese Sonne. Ja, das gibt's auch alles schöner, Leute. Oder allgemein unsere Texturen, die wir uns rausgesucht haben. Es ist immer auf Beidseitigkeit des Beliebtheit von uns her. Wir gucken uns was an und dann sagen wir, boah, ja, mir gefällt das auch, komm, dann lass uns das nehmen. Ja, das gibt's überall so, aber warum gibt's das nicht mehr in anderen Spielen? Und so ist das genauso mit Servern genau das gleiche, Leute. Warum nehmen die uns alles? Ich verstehe es nicht. Klar, es geht um Geld, weil wenn du die Server mietest über EA, kriegt EA in dem Sinne das Geld und dadurch machen sie auch wieder Geld. Sie haben gesehen, wie viel Geld man damit machen kann, weil die Serveranbieter natürlich so und so viele Server vermieten. Aber es mietet doch kaum noch jemand dann die Server, weil ich doch gar keine Narrenfreiheit mehr hatte. Und früher bist du beigegangen, hast den Multigaming-Server gemietet und jetzt war Battlefield-Zeit. Den Server genommen, Battlefield drauf. Dann sage ich einfach mal, dann ist zum Beispiel Minecraft-Zeit. Wir haben jetzt alle Bock, Minecraft zu spielen. Wir nehmen jetzt hier keine Let's Play oder sowas, sondern einfach nur eine Gaming-Community. Ey, komm, mach Minecraft drauf. Zack, du machst Minecraft auf den Server drauf. So, dann, oh, ich hab mal wieder so richtig Bock auf Ark, Alter. Wollen wir ein bisschen länger Ark spielen, Leute? Ja, wir wollen länger Ark spielen. Zack, auf den Server Ark drauf. Du hast einfach einen Multigaming-Server gemietet und du konntest alles spielen, wo du Bock drauf hattest. Alles. Was mit Server zu tun hat. Nee, gibt's nicht mehr. Hä? Warum? Warum macht ihr das? Seid doch lieb zu uns. Eben, ich euch Geld in den Arsch, also gibt uns ja meine. Ja, und du musst ja auch mal so nehmen, Jan, wir bezahlen ja auch mehr für die Jahre jetzt, für die Spiele. Aber vom Endeffekt, Immer weniger. wir reden jetzt hier nicht von der Spielqualität oder irgendwas, aber wir bekommen immer weniger Service. Früher hast du die Server alleine schon als Service dazu bekommen und da hast du im Schnitt 30 Euro für ein Game bezahlt. Ich weiß, Leute, jetzt sagen viele, man hat schon immer 50 Euro bezahlt. Nee, man musste nur Seiten kennen. Ja, also unser kleiner Partner MMOGA könnt ihr ja unten gerne mal draufklicken und darüber kaufen. Zum Beispiel, da waren schon immer die Spiele 30 Euro, 29 Euro und so weiter und so fort. Also preisetechnisch, ja, kriegt man immer weniger für sein Geld.
Schade. So, Leute, wir kommen zum Abschluss. Wir gehen jetzt einfach mal hier eine Runde zu Jannis. Warum kann ich immer durch die Welt gucken hier? Jedes Mal, Leute, ne? Immer wenn ich hierher komme, kann ich da durch die Welt gucken. Warum auch immer. Vielleicht muss ich die Welt mal neu reloaden. So. Gucken wir mal. Oh, der Jan hat hinten schon den Arsch zu, oder was? Toll, du hast schon alles zu hier. Ja. Okay. Hallo. Das ist der After. Ja, guck. Ups. Hier hinten machen wir einen Pool ran. Aber wir haben schon ein Problem, ne? Der wird niemals hier rausfahren können. Ja gut, der ist halt stillgelegt. Das ist ein Museum, ja. Das ist ein Museum. Ding auch stehen auch Panzer drin. Mit Rocky. Ja gut, aber dass die Panzer da drin sind, wenn die jetzt auf so eine Plattform nach rechts fahren würden, würden nach oben fahren und dann würden hier diese Bananenhelikopter, habe ich früher immer dazu gesagt, weil die so aussehen wie eine Banane. Kennst du die? Naja, mit zwei Dingern oben. Ja, genau. Die über GTA die, diese Teile. Genau, die können die ja locker tragen, ne? Unrealistisch ja. Ist das nicht. Also, ich weiß auch nicht, ob ein Flugzeugträger sowas wirklich in sich drin hat. Kann ja jemand auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht weiß das ja jemand von euch. Vielleicht war schon mal jemand auf so einem Ding. Ich weiß also es ich nicht. Ich persönlich würde jetzt keinen Sinn drin sehen, wie man von seinen Flugzeugträger einladen müsste, aber vielleicht... Ich finde es trotzdem schön, wenn die Dinger da drin stehen, statt ja, Flugzeuge, weil wir wollen ja... Da kannst du ja da kaum reinstellen. Richtig, weil wir wollen ja Flugzeuge oben drauf machen. Ja, wir sagen damit vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Jan, wir beide hören uns Montag wieder. Sage vielen Dank fürs Aufnehmen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüssi!